2018 hatten wir ein wunderschönes, klassisches COD, ohne SBMM, mit Lobbys, die zusammenbleiben, mit Map-Voting, mit hoher Drop-Time, ohne PC-Crossplay, Pick-Tank-Klassensystem und bunte Farben. Und dann kam eine neue Ära von Call of Duty und alles, was wir liebten, war weg. Doch als Infinity Ward gesehen hat, dass man trotzdem noch schnelles Movement haben kann, dachten sie sich nur: Why are you running? Und haben das Movement in ihrem nächsten COD direkt komplett eingeschränkt. Wir lieben Infinity Ward. Wisst ihr, was wir noch lieben? Kanäle abonnieren. Ja, ihr habt was anderes erwartet, oder? Ihr seid eh eine Enttäuschung für eure Eltern. Schämt euch, abonniert wenigstens. Sonst werden diese Hundebabys niemals adoptiert. Wollt ihr das? Nein? Macht es. Los. Und jetzt bringen sie MW3, das dritte Mal in Folge, den Namen des Originalteils nur fürs Marketing nutzt und komplett in den Dreck zieht. Doch es ist Licht am Ende des Tunnels. Map-Voting kommt zurück. Minimap kommt zurück. 150 Leben. Macht weiter so. Was ändert ihr noch? Slide und Reload-Cancel kommt zurück. Schneller klettern, Totenstille als Perk. Dann wird sicher auch SBMM entfernt, oder? Haha. Oh, sie entfernt's nicht. Nein, sie denken sich, ein bisschen SBMM hinzufügen wird sicher nichts kaputt machen. Wenigstens haben sie nicht wie letztes Jahr mit unnötigen Gameplay-Verschlechterungen den sowieso schon brennenden Haufen noch weiter angezündet. Und da der Multiplayer-Gaming-Markt aktuell so langweilig ist, dass ich auf Discord Chris dabei zugucke, wie er seine Katze in die Kamera hält, er denkt sich gerade wirklich so, the f**k is happening here, man. Ist jetzt vielleicht kein schlechter Zeitpunkt für die MW3-Beta. Aber nur zur Einordnung, was für CODs ich eigentlich gut finde, zeige ich euch auf meine Weise mal, wie ich alle Teile bisher fand. Nice to meet you, John. Mr. Ian Roberts. Nice to meet you. All right. Nice to meet you. Brother. What's up, fam? Jay Martell. Nice to meet you, sir. Come on, come on, come on. Emily George. Nice to meet you. What's up, fam? How you doing? Never forget about that. Nice to meet you. All right. Oh, bring it in. Starting from the bottom, now we're here. Yeah. Afternoon, my octoroon. Come on, bring it in there. Tuck that. Nice to meet you. Boom! All right, very good to meet you. All right. Here we go. Right this way, sir. Also war es fast soweit. Es musste nur noch dieses Update laden, was lange dauerte, weil die PlayStation-Server überlastet waren. Und als das Update fertig war, musste ich ein noch größeres Update laden, was lange dauerte, weil die PlayStation-Server überlastet waren. Doch dann war ich soweit. Ich bin drin! Let's go, Basti! Und bei anderen war es noch nicht soweit. Ein erforderlicher Netzwerkdienst ist gescheitert. Status Goldflanke. Doch dann konnten wir spielen und am Anfang hatten wir gute Laune. Was spielst du denn? Versuch ein bisschen zu... Oh, hä? Was? Da ist einfach jemand hinten in die Wand... Hä? Oder? Nein! Ja, Tornado Thorsten! Basti im Tod reingeschaut. Ja, Basti mit Tod. Ja. Man sieht rote Punkte, man muss wieder aufs Radar gucken. Das ist so komisch. Oh, die Job-Time. John, wie du lachst, so dreckig. Ja. Der war gut. Oh. Oh, ich bin so schlecht, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an. Danach hatten wir eine geisteskrank gute Lobby. Digga, das ist ein Gerät, das blendet ja auch eigene Leute. Also, weißt du, dieses komische... Oh Gott, Jam geht ab. Nein! Schnell, man klettert alles. Oh ja, klettern, so geil. Wie komme ich jetzt hier durch? Ich mache jetzt hier so ein Play. Rückenlein? Ja. Stopp, die kommen da links. Ja, ich hole sie. Oh mein Gott, der Sweater. Die Lobby danach war schon schwieriger. Alter, das sind so versweatete Gunfight. Die Lobby danach haben wir nur noch geraged. Nein, Mann! Oh, ich darf nicht so schreien. Und die Lobby danach waren wir schon am Boden. Ich bin so ein Versager. Ich bin so ein Versager. Jam, was ist denn hier los? Jam, straf dich mal. Denn die Gunfights sahen alle so aus, sodass in der Lobby danach nur noch würdelose Verzweiflung aufkam. Hatte ich mal eine geile Abonnenten mir schreiben, Digga, auf Instagram. Ja, mal sorry, Alter, sorry. Und dann riss auch bei mir der letzte Strang. Jede Lobby danach sah nur noch so aus. Es war nicht zu fassen. Jeder einzelne Gunfight versweated und obendrauf noch gebodyshootet werden, als sei die Lobby allein nicht schon genug. Und jedes Jahr ist wie immer der negativste Punkt am Spiel Skill-based Matchmaking. Dabei könnte so ein geiles COD sein, wenn man mal eine gute Lobby bekommen würde. So, ich hab der Gerät. Der Gerät ist die unnötigste Skill aller Zeit. Oh, geil, erzähl mir mehr davon. Jam, kennst du den Spot noch? Oh!
Dann könnte man auch mit seinen Bros so geile Games haben, wie in der nächsten Runde. Jungs, Killduell? Ja, 10 Euro. Der andere kriegt, der Sieger kriegt 20 Euro von den anderen. Der eine Typ leckt. Ich hab 2 Kills. Kannst du auch gewinnen, das kann nicht sein. Ich bin der Schlechteste. Ich bin zu den. Drohne? Wichtig, richtige Drohne. Ich bin der Beste gerade. Ich Kills machen können. Oh yeah. Oh yeah. Nein. Mann, dieser Typ! Wenn mich dieser Typ mit seiner Leuchtlampe noch einmal anguckt und seiner Sniper, Digga, dann ist was los hier aber. Als Mitstreaks oder was? Klar. Nein, warum nehme ich den Juggernaut? Reicht darf reicher. Noch reicher werden. So ein Haufen Scheiße. Digga, ich krieg nur noch Assist! Ruhig gesandt. 9-8 Kisten, Digga. Endlich bin ich raus aus dem Teil. Ich sterbe, ich sag, ich darf sterben. 2 Kills nach vorne, das darf nicht sein. Ich darf nicht so ziemlich sterben, nein. Kills, die ganze geklaut werden. Wo spawn ich? Nein! Was, Jen führt? Spawn ist weg. Nein! Let's go! Darf ich wahr sein, Digga? Auf einmal spielt er eine gute Runde. Ja, scheiß drauf, Alter. John, was haben wir gemacht? Wir haben fast 50-Bomb gehittet gerade. Scheiß drauf. Und eine Nacht geschlafen, kommt hier jetzt mein erstes MW3-Video. Abonniert und viel Spaß. Ich liebe dieses Teil. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Oh Gott, er kassiert zweimal hintereinander. Hier außen ist noch jemand. Der kassiert auch. Ohne kann man ganz schnell raushauen. Dann geht man hier rein. Oh Gott, die kommen links und rechts. Oh Gott. Das ist so dumm von mir, so dumm! Hinter mir, komm! Warum kommst du jetzt? Dankeschön. Okay, wieder zurück, Aerosol! Oh ja, die Stellung wird so geklärt. Ich will ganz viele Kills sehen im Vieh! 3, 2, 1, let's go! Lehnt euch zurück und gönnt euch, Haptic Rush ist wieder hier und damit willkommen zu meinem allerersten Call of Duty Modern Warfare 3 Video. Wie immer habe ich gute Laune, aber nicht, weil das Game unbedingt gut ist. Das können wir erst zur Vollversion nach einem Monat oder so sagen. Es heißt, dass ich einfach neue CODs liebe. Ich mag dieses Gefühl von einem neuen, frischen Call of Duty. Ich mag es einfach. Merkt euch das und guckt das Video bis zum Ende. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Und all die Jahre habe ich gelernt, nicht hypen lassen, nicht irgendwie vorher schon sagen, dass man irgendwas gut findet. Ich bin immer skeptisch, am Ende des Tages ist es Activision. Viele werden nach meiner Meinung fragen, ich werde einfach sagen, ich kann es euch jetzt noch nicht sagen, noch nicht zuverlässig, das geht nicht. Ich kann euch nichts sagen und ich werde euch nichts sagen. Oh Gott, alles veraimt. Ich werde nicht den Fehler machen und zu früh mich irgendwie ins Netz holen lassen, obwohl im Stream hatte ich eine Szene, wo ich wie so ein Fisch an der Angel wieder gefangen war. Oh, oh, nicht hinlegen, danke. Kampfwut ist wirklich so ein Schwachsinn, ne? Irgendwo da ist noch jemand da, hallo und tschüss. Warum gibt es wieder reinfliegen in Stellung in keinem anderen Modus? Es macht keinen Sinn. Was euch zuerst auffällt ist, das Game sieht relativ aus wie MW2. Das liegt vielleicht daran, dass es als MW2-Erweiterungspack geplant war. Darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Aber wir müssen das besser ausmachen. Jetzt haben sie es als eigenes COD-Release. Hier kommt doch jemand unten. Wo bist du? Da! The fuck, mal, wie schnell man die Konterdrohne raus hat. Das meine ich mit Gameplay-Änderungen. Alles wurde schneller gemacht. Alles, was wir an Movement und was ich auch an meinem Video, was an MW2 schlecht ist, kritisiert habe, haben sie hier tatsächlich verbessert. Und da hinten campt jemand. Guck jetzt, wie ich ihn hole. Na, absolut nicht geholt. Guck, das meine ich mit den Gameplay-Änderungen. Zack, zack, dieses schnelle Klettern so. Das ist gut. Das sind gute Änderungen. Wir haben auch mehr Leben, viel mehr Leben. 150 Leben. Rüdiger Senpai, wir sind in so einer SBMM-Lobby wieder. Und ja, das ist wahrscheinlich die Frage, die am meisten gestellt wird. Ist SBMM drin? Was denkt ihr? Und dann ist wahrscheinlich kein COD mehr. Ich habe fast so einen Günther kassiert, aber noch gewonnen. Let's go. Wir müssen uns mit SBMM anfreunden. Natürlich ist SBMM drin. Gestern habe ich gezockt mit 3 anderen guten Leuten und mein Arschloch wurde so hart penetriert, dass es mir heute noch wehtut. Aber was ich interessant finde, ist, viele von euch werden jetzt beim ersten Eindruck sagen, es sieht aus wie Modern Warfare 2. Und auch das Menü, wie ihr seht, sieht aus wie Modern Warfare 2 mit dem Unterschied, dass wir jetzt wenigstens Map Voting haben. Vielen Dank. Das liegt daran, dass es als MW2 Erweiterungspaket für das letzte COD geplant war. Es sollte ein 2-Jahres-Zyklus kommen, wo wir kein neues COD dieses Jahr kriegt. Deshalb sieht es exakt gleich aus, weil das Einzige, was sie vorbereitet haben, nur die Maps waren. Die Maps aus MW2 packen sie jetzt in ein COD und das heißt MW3. 16 originale MW2-Maps zu Release in dem brandneuen COD MW3. Ah, nochmal Skid Row, nochmal Stellung reinfliegen.
nein. Übrigens, vorher ist man in Herrschaft reingeflogen und Stellung nicht. Und jetzt haben sie es einfach getauscht. Anstatt es direkt rauszunehmen! Es gibt Leute, die sagen, es wird doch nie gesagt, dass kein neues TLD kommt. Die offiziell nie, aber sie haben sich Karte immer offen gehalten. Es war der Plan. Das sehen wir daran, dass nur MW2-Maps in MW3 kommen. Wer es sich nicht holt, ich verstehe es. Wartet auf die Vollversion. Guckt euch YouTube-Videos an und dann entscheidet erst. Das ist das, was ich euch sagen kann. Dieses Sliden kann man wieder so ein bisschen canceln. Nicht so richtig, aber es gibt jetzt kein Delay. Ich slide und kann direkt beim Sliden sogar schießen. Wieder jemand. Ich habe gerade Kampfwut drin. Kampfwut ist so OP. Guck mal, er konnte mich nicht killen. Aber das haben sie schon schlechter gemacht. Es gibt auf jeden Fall gute Movement-Änderungen. Ihr seht es, es ist viel, viel schneller. Auch wie schnell man läuft. Aber was auch wieder da ist, und das ist eine richtig gute Änderung. Schießen, nachladen, nachladen, abbrechen und wieder schießen. Es ist drin. Es ist drin. Gott sei Dank, dass wir uns darüber freuen. Was auch drin ist, ist eine Minimap mit roten Punkten. Wenn jetzt jemand von den Gegnern schießt, da, dann sieht man sie. Wir freuen uns darüber. Rote Punkte, danke. Und das Leben ist viel höher. Sie haben wirklich viele, viele Dinge geändert, die wirklich gut sind. Aber das hätte auch einfach ein MW2. Guck mal, das habe ich überlebt. In MW wäre ich tot. Das sind die guten Sachen. Zu den schlechten Sachen gehören für mich, dass die MW2-Maps von damals gar nicht so krass sind. Ich kann Favela jetzt schon nicht mehr sehen. Skid Row ist die beste Map. Und Estate brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das ist ja, also das Map zu nennen wäre auch... Oh, fast Hörnung kassiert. Das wäre eine Frechheit. Das sind keine guten Maps. Da kommt auch jemand rein. Tot. Kriegen bald noch High-Rise rein. Das wird dann einiges verbessern. Aber die Maps in MW2 waren nicht so geil. In dem COD, was MW3 heißt, hätte ich gerne MW3-Maps gesehen, weil die waren geil. Aber... Ich bin direkt hinter dir. Wir haben die Führung übernommen. Niemand kann mir sagen, dass es nicht zu viel Geschrei ist. Das ist so nervig. Das ist Favela, die bekannte Map. Kletter hier extrem schnell hoch, weil das Klettern schnell geht. Und da kommt jemand, der irgendwie Delay hatte beim Klettern. Hier kommt man früher nicht hoch, oder? Oder schon? Vielleicht laber ich auch scheiße, man kommt hier hoch. Ich weiß es nicht. Also Favela ist wirklich nicht so eine gute Map, wie alle sagen. Ist es einfach nicht. Wo bist du? Da ist ein Teammate. Wo ist der andere? Warum wird mein Screen so rot mit Kampfrot? Schnell hier rein. Schnell weg, schnell weg. Ah. Oh. Wie schnell man kann so schnell klettern. Nein, Konterdrohne, bitte, schieß sie runter, Teammate. Hier kommt jemand, ich höre ihn. Kampfwut hat er ist tot. Konterdrohne raus, da ist noch jemand. Komm rein. Nein, er hat mich fast. Die wollen mich so hart. Gegen was für Schwitzer spiele ich? SBMM ist wieder so in meinem Arm. MW2 war nicht so ein krasses COD. MW3 war eine bessere Fortsetzung, sage ich bis heute. Und da stehe ich auch zu. Alles veraimt, den Turnaround hätte ich kassieren sollen. Ja, ich spiele jetzt schon gegen die größten Dämonen, Leute. So krank, wirklich. SBMM greift einfach nicht mal die Beta, haben sie uns gelassen. So viel wird man doch noch verlangen dürfen, oder? Guckt euch diese Gunfights an, das ist so krank, Alter. Das meine ich, die Map ist nicht so gut. Wisst ihr noch das Video, was ich gemacht habe damals in Vanguard mit den Stellen, wo man gekillt werden kann? Da, 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 da. Und wenn wir Favela nehmen, dann sehen wir da, 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 da. Naja, hier seht ihr es. Das ist das beste Beispiel so. Es ist nicht gut. Man kann aus 1000 Richtungen gekillt werden. Favela ist nicht so eine gute Map. Sie hat Legendenstatus, weil es nostalgiegetrieben ist. Aber sie ist einfach nicht so gut. Die ist auch nicht schlecht. Das ist okay. Man kann sie spielen. Aber ich werde hier absolut gefickt wahrscheinlich. Ja, das ist der Kranke. Noch ein Sweater. Perfekt. Ich werde es nicht ernst nehmen. Ich werde einfach meine Videos machen. Ich werde meinen Spaß haben. Ich werde auch Spaß haben, wenn es mal läuft. Ich werde auch mal gute Lobbys haben. Oh mein Gott, ich muss mein Bestes geben. Ich muss meine gesamte Erfahrung auspacken, um diesen einen Kill zu bekommen. Und den zweiten kriege ich leider nicht mehr. Guck mal, was ich wieder habe. Twitch TV 4, Twitch X, Tazen, Eggy, Leon, Chase Young, Ventex. Get Nuked, Z Airwaves. Ich gehe hier auch raus. SBMM ist das Einzige, was mich gerade richtig aufregt. Alles andere ist doch okay. Michael Condry, der Studiohead von Sledgehammer damals, hat auch geschrieben in 2020, es ist nicht unsere Sache mit SBMM. Das ist von Activision. Wir würden es gerne anders machen, wir können aber nicht. Jetzt kann man wieder von 7000 Richtung... Da hinten schießt mich jemand an. Man muss Movement des Grauens hitten, um hier irgendwie zu über... Ja, tot. Ach man, Leute, ich weiß... Den folgenden Tod dürfen wir Ihnen leider nicht zeigen. Erstes Erfolgserlebnis nach 5 Minuten dauerhaft sterben. Da hinten ist einer. Ich wollte sagen, keine Ahnung, wo wir sind. Da ist einer. Erste Drohne, nachdem ich 15 Mal gefickt wurde. Zeig mich einmal hier. Ja, direkt genaked und angeschossen. Das Spiel ist vorbei. Hab 11 Kills. Ich join der Lobby. X, Styles, Fabio, Dope FT, Blocks. Ich bin kaputt, Leute. Ich bin einfach. Ich bin drin! Let's go! Yeah!
Vielleicht habe ich auch gerade Pech. Denken, sind die besten Spieler der Welt, weil sie nur gegen ihresgleichen spielen. Let's go! Ich gegen die Top 1% die ganze Zeit spielen. Oh. Guck mal, mein Team, guck mal, wie das aussieht. Guckt euch das an. Ich zeige euch noch einmal Estate, die dritte Map in der Rotation. Das hier ist Estate. Ja, Leute, das war mein erstes MW3-Video. Ich wünschte, ich könnte euch noch mit besserer Laune versorgen, aber gerade zeige ich euch meinen ehrlichen ersten Eindruck. Gute Änderungen, aber es ist halt kein neues COD und SBMM mein Arschloch. So, das ist mein erster Eindruck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!